In diesem Video tanzen wir gemeinsam eine Burlesque-Tanzkombination. Mein Name ist Jana und hier auf diesem YouTube-Kanal bekommst du von mir Burlesque-Videos zum Mitmachen für mehr Sinnlichkeit und Weiblichkeit in deinem Alltag. Wenn dich das interessiert, dann abonniere hier gerne meinen Kanal. So, dann fangen wir an mit unserer Burlesque-Tanzkombination. Ich zeige sie dir zuerst einmal vor, dann erkläre ich sie dir Schritt für Schritt und dann tanzen wir sie nochmal gemeinsam mit Musik. Okay, dann geht es los. Okay, dann erkläre ich dir diese Kombination jetzt Schritt für Schritt. Und alles, was ich dir hier erkläre, ist wirklich eine Inspiration. Ja, also denk jetzt, wenn du das jetzt mit mir mittanzt, nicht so sehr daran, oh Gott, ich kriege das gar nicht so gut hin oder oh Gott, was soll jetzt mein Nachbar denken, wenn der das jetzt von mir wüsste oder oh je, das darf ich hier niemals meinen Arbeitskollegen erzählen. Und ja, mach das wirklich nur für dich. Genieße das einfach und lass einfach mal all die Gedanken, die jetzt so stressen, draußen und ja, komm ganz bei dir an und ja, genieße es einfach. Okay, dann geht es los. Unsere kleine Tanzkombination besteht aus 4 Teilen. Nummer 1 ist eine Pose, dann der Schulterschimmie, Nummer 3 der Burlesque-Tanzschritt und dann eine Schlusspose. Für die Anfangspose stellst du dich einmal elegant hin. Das heißt, du drehst deine Füße, deine Zehenspitzen 45 Grad nach außen und setzt jetzt hier einen Fuß auf. Also du kannst dir vorstellen, mit diesem einen Fuß hast du einen High Heel an und stell den Fuß dicht an den anderen Fuß, also jetzt hier nicht irgendwo hin, sondern dicht an den anderen Fuß. Dein Knie bedeckt hier das andere Knie, also jetzt hier nicht das hier, sondern das. Du hast hier eine schöne Kurve, du richtest dich auf. Aus deinem Dekolleté scheint die Sonne. Deine Schultern sind nach hinten unten gerollt, also roll sie noch einmal nach hinten und pack sie gedanklich in die Hosentasche. Dein Hals ist lang und dein Kopf wird hier an einem Silberfaden nach oben gezogen. Und jetzt nehmen wir nacheinander beide Arme nach oben. Wir fangen an mit dem linken Arm. Ja, und vorher packen wir hier noch ganz elegant unsere Hände in die Hüfte. So, und jetzt geht's los. Der linke Arm nach oben. Ich erkläre noch mal was dazu. Und zwar, wenn du den Arm nach oben nimmst, nimm ihn wirklich den ganzen Weg von unten nach oben. Ja, also hier, dein Arm ist gestreckt, deine Hand elegant. Und du nimmst ihn jetzt den ganzen Weg von unten an nach oben. Das heißt, du fängst nicht hier irgendwo an, sondern von unten an nach oben. Und du kannst ihn dabei hinterher schauen und dir dabei denken, du hast den schönsten Arm der Welt. Ja? Und wenn der Arm oben ist, bleibt deine Schulter hier unten. Ja, also die Schulter kommt hier nicht bis hoch zum Ohr, sondern die Schulter bleibt unten, obwohl der Arm oben ist. Und jetzt der rechte Arm, genau dasselbe. Arm strecken, die Hand elegant, von unten Arm an den ganzen Weg nach oben, hinterher schauen und tada! Und diese Pose hältst du jetzt für 2 Sekunden. Du kannst dir dabei vorstellen, jemand schießt ein Foto von dir. Jetzt nimmst du nacheinander oder gleichzeitig deine Arme wieder nach unten. Umrahmst hier nochmal dein Gesicht, machst es ganz genüsslich mit ganz viel Sinnlichkeit.
Legst deine Hände auf ein Wolkenkissen ab. Und jetzt kommt der Schulterschimmi. Der Schulterschimmi ist hier dieses Gewackle. Und das habe ich dir hier in diesem Video schon mal erklärt. Und es kommt auch bald ein Kurs von mir raus, in dem ich dir alle Burlesque-Tanzbewegungen nochmal ganz genau erkläre. Ja, also das ist dann wirklich das Einmaleins der Burlesque-Tanzbewegungen. Und ja, da erkläre ich dir wirklich alle Bewegungen nochmal. Ja, unter anderem eben auch diesen Schulterschimmi. Ja, da gibt es nämlich ganz viele Sachen, die man dabei auch beachten muss, um den wirklich schön aussehen zu lassen und damit er ganz mühelos funktioniert. Okay, also Schulterschimmi. Und mit diesem Schulterschimmi kannst du jetzt auch mal ein paar Schritte laufen. Zum Beispiel einfach nach links, schöne Pose, lächeln. Und nach rechts, schöne Pose, lächeln. Und wieder in die Mitte. Jetzt der vierte Teil, nee, der dritte Teil unserer Kombination, der Burlesque-Tanzschritt. Und dafür streckst du jetzt dein linkes Bein, das heißt dein rechtes Bein, nach außen. Achte auch hier darauf, dass das Bein schön lang und gestreckt ist, also hier nicht so. Auch der Fuß schön lang und gestreckt, also nicht das hier, sondern hier schön lang und gestreckt. Und jetzt Schritt nach vorne. Das andere Bein. Lang strecken, Schritt nach vorn. Strecken, Schritt nach vorne. Und du kannst das, wenn du mehr Platz hast oder es zu deiner Musik passt, natürlich ein paar mehr Schritte machen. Ja, also wie gesagt, ich gebe dir hier Inspiration und du machst es ganz für dich. Und jetzt die Schlusspose. Und zwar nehmen wir dafür wieder beide Arme in die Hüfte und jetzt nacheinander nach oben. Der rechte Arm und der linke Arm. Lächeln, tada! Okay, und wie gesagt, es sind hier für dich Inspirationen. Du machst es wirklich ganz für dich, ja. Und wenn du dir vielleicht denkst, ich kriege das jetzt hier noch gar nicht so hin mit dem Schulterschimmi oder bei mir sieht das nicht so gut aus oder das macht nichts. Genieße einfach so dieses, das Körpergefühl, ja. Also wirklich komm da ganz bei dir an und versuch das wirklich mal so zu spüren, wie fühlt sich das von innen heraus an, wenn du so tanzt. Okay, und jetzt machen wir das nochmal mit Musik. Ich gehe hier nochmal einen Schritt zurück. Und wenn du dich fragst, zu welcher Musik du das Ganze hier überhaupt tanzen sollst oder tanzen kannst, dann habe ich dir hier unter dem Video eine Spotify-Playlist verlinkt mit richtig toller Burlesque-Musik, die ich leider hier nicht auf YouTube in meinen Videos verwenden darf, aber hier auf Spotify in der Playlist kannst du sie dir anhören und das ist richtig toll. Okay. War unsere kleine Burlesque-Tanzkombination. Wenn sie dir gefallen hat, dann gib mir noch gerne einen Daumen nach oben. Das hilft mir sehr und unterstützt auch meinen Kanal. Ich bedanke mich, dass du zugesehen hast und freue mich, dich in meinem nächsten Video wiederzusehen. Tschüss, deine Jana.